von vielen Porsche-Fans heiß ersehnt, hat der 911 Turbo S seinen ersten Auftritt auf dem Autosalon in Genf. 30 zusätzliche PS hat Porsche dem Turbo S spendiert. Damit unterbietet er seinen nicht gerade langsamen Bruder im Standardsprint um 0,1 Sekunden. Landstraßentempo liegt beim Turbo S nach 3,3 Sekunden an. Auch in Sachen Höchstgeschwindigkeit legt der Turbo S noch einmal die Latte höher. Erst bei 315 km/h ist Schluss. Das sind zumindest 3 Stundenkilometer mehr als beim Standard-Turbo. In Sachen Ausstattung hat der Turbo S ebenfalls mehr zu bieten. Doppelkupplungsgetriebe, Sport-Chrono-Paket, Keramikbremse, die stark konturierten Aktivsitze und Kurvenlicht sind beim stärksten 911 serienmäßig an Bord.